Der Ausraster eines Autofahrers hält jetzt Jule Polanski und Mark Westerhofen auf Trab. Der Mann tobt wie von Sinnen mit einem Baseballschläger durch die Gegend und scheint völlig die Kontrolle verloren zu haben. Und jetzt, was sagen Sie jetzt? Hallo! Hallo! Hey! Polizei! Hey! 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 Was denn? Weglegen! Den Baseballschläger weglegen! Weglegen! Das ist ja gut! So, jetzt darüber. Was ist denn los hier? Gucken Sie bitte mal mein Einmal Auto. Zum Fahrzeug. Einmal zum Fahrzeug. Und vor allem erstmal mein Auto. Nee, da zu dem Auto erstmal. Ist ja, gleich gut, hier. Einmal ins Fahrzeug dran stellen. Beine auseinander, Arme aufs Dach. Arme aufs Dach auseinander, die Arme. Ist ja gut. Irgendwas dabei? Nein, was ist denn hier los? Darf ich es Ihnen erklären? Ja, aber ganz kurz. Moment. Ja. Schauen Sie mal, der BMW dort, mein Auto. Die Riesenkratzer da dran. Eine Person sagt, von dem Roller, von der Dame. Pass auf, wir machen jetzt mal Folgendes. Die erklären mir jetzt gerade mal ganz kurz, was soll denn die Aktion hier mit dem Baseballschläger und dem Moped? Ich habe so einen Hals. Ja, das mag ja so sein, aber. Schauen Sie, ich sag noch mal, mein Auto. Gucken Sie sich mal am Wagen an. Ich komme gerade aus dem Urlaub, habe den Wagen hier abgegeben vor 2 Wochen und sehe diese Kratzer von diesem Scheißroller an meinem Auto. Das ist nicht von meinem Was Roller. Ist nicht wahr? Die Kratzer waren, also kann ich nicht sagen, die Kratzer Kommen waren bestimmt mit. Schon vorher, aber das ist nicht von meinem Roller. Die Parkhausbetreiberin weist die Vorwürfe entschieden von sich. So leicht lässt sich der aufgebrachte Fahrzeughalter allerdings nicht beruhigen. Sicher ist das von Ihrem Roller? Nein, das ist So, jetzt passen Sie mal auf. Jetzt passen Sie mich verarschen oder was? Ich fahre mit dem Roller hier durchs Parkhaus, Entschuldigung, ich habe Sie angerufen. Ich bin die Besitzerin von dem Parkhaus. Und er beschuldigt mich, dass ich mit meinem Roller diese Kratzer in dieses Auto gemacht habe. Habe ich aber nicht. Also ich weiß ganz genau, dass ich mit meinem Roller nicht an dieses Auto gekommen bin. Ich passe auf. Ich vermiete dieses Parkhaus. Da bin ich auch vorsichtig, was die Autos betrifft. Aha. Ich fahre zwar mit dem Roller durch dieses Parkhaus, damit ich die Wege nicht immer laufen muss. Aber ich fahre nicht mit dem Roller an irgendwelche Autos. Diese Kratzer habe ich nicht gemacht. Sind Sie sich denn sicher, dass die nicht schon vorher waren? Warten Sie mal ganz kurz. Mal ganz eine Frage. Wer gibt Ihnen denn dann das Recht, diesen Roller so zu demolieren? Wer gibt ihr das Recht? Sie müssen mir meine Frage beantworten. Ich habe Sie gefragt, wer Ihnen das Recht gibt, diesen Roller so zu verunstalten. Das habe ich mir genommen, das Recht, weil zuerst diese Kratzer an meinem Auto entstanden sind durch diesen Scheißroller und diese Dame. Und Sie ärgern sich darüber, ne? Ja, natürlich. Aber so richtig, Sie ärgern sich so richtig damit. Warten Sie mal ganz kurz. Sie haben hier ein Problem, ja? Das müssen Sie eh bei der Polizei anzeigen, damit Sie das Versicherungsgeld bekommen, ja? Dann rufen Sie doch uns an und üben nicht hier Selbstjustiz, sage ich jetzt mal so, an dem Roller. Ja, woher wollen Sie denn ganz genau wissen, dass der Roller die Schäden verursacht haben? Ich frage Sie mal ganz kurz. Der stand genau dort und deswegen hat er Ihr Auto berührt? Ich frage Sie mal ganz kurz was anderes. Sie ärgern sich jetzt total über die Kratzer da, ne? Ja. Richtig? Ja, sind doch nicht wenig, ne? Sie sind noch mehr ärgerlich über den, der die verursacht hat. Ja. Richtig? Ja. So, und jetzt haben Sie diesen Roller so demoliert, der ist jetzt Schrott. Und ich glaube, der Besitzer dieses Rollers, der ärgert sich jetzt genauso. Und Sie wissen noch nicht mal ganz genau, ob der da überhaupt hin. Sie sind ja kein Deut besser. Als die Beamten einige Überwachungskameras auf dem Parkdeck bemerken, scheint die Lösung des Falles zum Greifen nah. Doch weit gefehlt. Wir haben noch ein Problem. Wir haben Überwachungskameras hier und wir haben versucht herauszufinden, ob die Kratzer waren, ob hier irgendwas war. Aber die ganzen Dateien sind gelöscht. Ach, daraufhin, wie kann das denn passieren? Ja, das weiß ich leider auch nicht. Ich habe auch versucht, ich habe ein Fahrtenbuch auch. Also es ist auch schon mal so, dass die Autos versetzt werden müssen. Also Sie haben auch den Schlüssel? Wir haben auch die Schlüssel. Mein Mitarbeiter hat die Schlüssel. Der hat hierfür, ich habe mehrere Parkhäuser, der hat hierfür die Obhut. Und der trägt aber alles ein und der Wagen ist nicht bewegt worden. Okay. Ein kleiner Junge auf einem Fahrrad erregt die Aufmerksamkeit der Beamten. Jule Polanski hofft auf nähere Informationen. Bleib mal kurz stehen, ich will dich nur was fragen. Hey, ich bin Jule, wer bist du denn? Lukas Terbach. Der Lukas. Fährst du hier öfters mit dem Fahrrad durch die Gegend? Ja? Hast du vielleicht irgendwas gesehen, dass an einem Auto jemand drangefahren ist oder so? Ja. Hast du das gesehen? Echt? War das ein anderes Auto? Ja. Und der ist einfach weggefahren danach? Weißt du nicht? Aber du warst das nicht? Okay, ja, dein Fahrrad ist ja auch rot und die Kratzer sind nicht gerade die Farbe von deinem Fahrrad. In der Zwischenzeit ist die Ehefrau des Cholerikers ebenfalls auf dem Parkdeck angekommen. Sie kann tatsächlich beweisen, ob das Auto vor dem Urlaub bereits zerkratzt war. Können Sie
oder? Waren da die Kratzer schon da? Schon vorher waren? Nö, also wenn Udo sagt, die waren nicht da, er liebt dieses Auto über alles, dann waren die nicht da. Okay. Aber nee, warte mal, wir haben doch Fotos gemacht noch. Ja, das ist doch mal schon mal super. Ja, genau, ja, meine Frau hat Fotos gemacht. Ja, dann klar, schauen wir uns die doch mal an. Ja, zeig ich mal. Nee, warte, ich muss jetzt erstmal suchen. 100 Pro waren die Bilder, da waren die vorher nicht da, die Kratzer. Werden auf den Bildern sehen. Mach mal größer, mach mal größer. Ja. Mach mal größer. Ja, stimmt. Ja. Ja. Und? Was sag ich? Ja. Sind nicht. Nee. Also nee, wir haben nicht. Fotos hier vorm Urlaub, also wo sie abgefahren sind, und da ist ganz eindeutig zu sehen, da sind keine Kratzer drauf. Das ist ein Goldstrahl. Ja, würden Sie mit der Kollegin das gezeigt haben? Ich kann erklären, wie die da hinkommen. Also er war es auch nicht. Ich weiß nicht, warum die da. Fahrrad hat die falsche Farbe und auch diese Sätze da, das hier, das ist zu niedrig, um da oben Kratzer zu machen. Komm mal gerade bitte kurz, ganz kurz nochmal. Das wird der nächste an. Ja. Was ist mit dem mein nächsten Auto? Auch, ne? Wo sollte das denn? Wo hat es denn gestanden? Das stand wie immer auf dem Parkplatz. Ich komme gerade von meiner Geschäftsreise zurück. Moment. Die Betreiberin ist mit den merkwürdigen Geschehnissen in ihrem Parkhaus offenbar überfordert. Jule Polanski will Licht ins Dunkel bringen. Ich habe jetzt mal eine Frage an Sie. Wo ist denn Ihr Mitarbeiter? Müsste ich jetzt vielleicht mal, weiß der was darüber. Ja, dann rufen Sie mal an. Ja, ich versuche den mal. Einer muss aber wissen, wo mein Auto ist. Versetzt die auch? Ja, vielleicht hat er es vergessen einzutragen, dass er es versetzt hat oder so. Ja. Man weiß es ja nicht. Das höre ich doch. Das ist doch mein Auto. Hey! Hey, halt! Halt! Bleib mal hier! Hier. Mach die Tür auf! Was machst du in meiner Karre? Raus da! Einmal den Motor aus. Und die Hände auf dem Lenkrad. Glaub, Hände auf dem Lenkrad. Gehen Sie mal zurück. Mal das ist mein Fahrzeug. Ja, das bekommen Sie auch gleich zurück. Wieder. Das ist mein Mitarbeiter. Das ist Ihr Mitarbeiter? Ja, den kenn ich. Sie das haben bestimmt Erklärungen dafür, dass Sie mit dem Auto hier rumfahren, ne? Ja. Die Hände am Lenkrad lassen. Ich habe den umgeparkt, wollte den umparken. Das warum? Ist, das ist üblich, warum? Ne? Nicht immer. Nee, also normalerweise wird es eingetragen. Du hast nichts eingetragen. Ja, ich wollte es gleich eintragen. Ich habe halt aber wir der tragen Junge das mit dem Fahrrad ein. Ist hier rumgefahren. Ich habe mir gedacht, bevor hier Kratzer an den Sportwagen kommen. Dreh ich mal eine Runde. Raus aus der Karre, aber zügig. Ja, steigen Sie jetzt mal aus. Machen Sie langsam, kriegen wir schon hin. Und Sie kommen mal mit mir eine Runde ums Auto und schauen mal, ob was hier ist noch. Mit Ihnen eigentlich hier mit dem Auto jetzt fahren? Kommen Sie mal rüber hier. Ob hier irgendwelche Beschädigungen also erstmal, dass Sie mit dem Auto sind. Erstmal so fahren sollten, halt schauen nicht Sie mal einmal rum. Also hier mit quietschenden Reifen und all so ein Blödsinn hier durch die Gegend zu fahren. Ich glaube Ihnen da kein Wort von, ne? Schicker Wagen, würde ich sagen. Geile Kiste. Ja. Einfach mal eine Spritztour gemacht, ein Ründchen gedreht. Ja, ist mal unter uns Jungs her. Ich wollte halt den Wagen umparken, weil ich den Jungen da gesehen habe und nicht wollte, dass der... Da ist so viel Platz hier auf dem Ding. Der Junge der fährt wahrscheinlich so oft hier rum. Der hat noch nie ein Auto beschädigt. Ja, ich habe halt eine kleine Spritztour gemacht. Warum nicht den Mercedes genommen? Was oder? Ja. Boah, Jan! Eine Spritztour. Das hat mir halt... Ich hab den halt kurz, wollte den umparken, dann halt, hat mir gefallen und okay, hab ich einen ganz kleinen Hinweis von mir, ne? Was hast du mit der Karre gemacht? Gar nichts sagen. Wir regeln das, okay? Wie viel? Da sind 1000 Kilometer mehr drauf auf der Uhr als vorher. Nein, nein, nein. Und runter, und runter, und runter. So viel zum Thema kleine Spritztour. Kleine Spritztour. Können wir das jetzt anständig machen? Einmal hochkommen? Und einmal bitte zum Auto mitbringen. Während Mark Westerhofen den Verdächtigen sichert, macht Jule Polanski eine entscheidende Entdeckung. Offenbar steckt mehr hinter dem Fall als vermutet. Setzen Sie solche Mietverträge hier auf, wenn die Autos eingestellt werden? Nein. Wie Mietverträge? Nein, ich habe keine Mietverträge. Das ist mein Kennzeichen. Mietvertrag über ein Kraftfahrzeug. Das ist mein Kennzeichen. Nein. Ja, Zustand des Fahrzeugs, Mieter, Übergabe, Mietdauer, Miete, Kaution. Hier sieht so aus, als ob Ihr Angestellter sich einen kleinen Nebenverdienst gemacht hat. Mit, können Sie bitte auch mal in Ihr Auto steigen und schauen, ob Sie Kilometerdifferenzen feststellen können, ob Ihr Auto bewegt wurde? Ja, das wäre wissen Sie das? Wissen Sie ungefähr, wie viel Sie auf der Uhr hatten? Wenn ich die Auswahl jetzt hätte, zwischen den beiden zu mieten. Wenn wir das hier machen, ja gut, aber ich denke, mal, vielleicht, es wird ja vielleicht auch eine Preisdifferenz geben. Hat er die jetzt vermietet? Ja, der hat hier, der ist doch ein ganzen Packen von Mietverträge. Du Schande! Hier Übergabeprotokoll, Anlage, Kfz, also so richtig. Ja, ich dachte, das wäre nur Spaß gerade gewesen. Nee,
Der lag in dem roten Mercedes. Dann wird der wahrscheinlich die Spritze auch nicht selber gemacht Nö, haben. Nö, dann hat er die vermietet. Das ist eine Wertminderung für mich. Da müssen wir jetzt selber gerade erstmal ein bisschen uns mal schlau machen. Aber ich gehe mal grundsätzlich davon aus, dass der Betreiber hier von diesem Haus hier, also von dem Parkhaus, und? Hat mit gültigen Mietvertrag. Was soll ich denn sagen? Zu den Katzern auch noch 400 Kilometer obendrauf. 400 Kilometer? Ja, wunderbar. Okay. Sie haben Leute hier also beschäftigt, das ist ja... Aber da wissen wir ja jetzt, auf jeden Fall schon mal, was hier los ist. Der Lüdemann hat sich natürlich hier ganz klar strafbar gemacht. Das beginnt eigentlich dabei schon mit der Unterschlagung. Das heißt, er hat hier Fahrzeuge vermietet. Das heißt, er hat das auch sogar gewerbsmäßig gemacht, nämlich hat Geld dafür kassiert. Darüber hinaus haben wir natürlich hier einen Betrug vorliegen, eben weil er das vermietet hat. Man muss dann Gewerbe veranmelden, aber er durfte das ja gar nicht. Unterm Strich wird einiges auf den Herrn Lüdemann auf jeden Fall zukommen. Brauchst du ihn noch? Ich brauche ihn nicht mehr. Sie können fahren, ne? Alles klar. Gut, bis dahin. Ja, und ich? Was passiert jetzt? So, nächster Kandidat. Da hat er garantiert auch das gelöscht, ne? Da gehe ich schon aus, ne? Also ja. Wenn der hier die Fahrzeugübergabe dann gemacht hat oder so? Passen Sie auf, aber wir machen auch Folgendes. Das ist ja das Laptop da vorne, ne? Wo die Datensicherungen da drauf sind, ne? Dieses Laptop muss ich leider sicherstellen. Weil wir haben bei uns auch IT-Spezialisten, die vielleicht gelöschte Dateien wiederherstellen können. Das heißt also, wir brauchen natürlich alles. Also die würde ich Ihnen, weil das ist die, die habe ich runtergezogen, die Daten. Also die haben wir ja liegen. Auch, ne? Also das ist von ein paar Tagen. Nehme ich auch liebend gerne von mit. Da, von der Überwachungskammer ja, haben die wir. Die nehme ich liebend gerne mit, aber Ihr Laptop nehme ich auch mit. Ne? Weil ja, wenn wir da was finden, was Sie ja letztendlich entlassen könnte, ja, dann ist das auch in Ihrem Sinne. Ne? Okay, ja. Bevor es für den Beschuldigten Richtung Wache geht, macht Jule Polanski ihrer Fassungslosigkeit Luft. Da ist dir was ganz Schönes eingebrockt, du Junge. Kommst du denn auf solche Ideen? Hm? Ja, was? Gehalt war ziemlich mickrig. Das Gehalt war mickrig. Und dann so ein Ding da auszufechten, ja.